Hallo liebe Schüler, heute üben wir das dritte Potenzgesetz. Ich habe es nochmal hingeschrieben. Allgemein gilt, a hoch k mal b hoch k ist das gleiche wie a mal b in Klammern hoch k. Also Potenzen mit gleichen Exponenten werden multipliziert, indem ich die Basen multipliziere und den Exponenten beibehalte. Kommen wir gleich zur ersten Aufgabe. 5 hoch 6 mal 2 hoch 6. Ich rechne die Basis mal die Basis, also 5 mal 2 in Klammern, das Ganze hoch 6. 5 mal 2, wissen wir, ist 10 hoch 6. Und 10 hoch 6 wäre jetzt 10 mal 10 ist 100, mal 10 ist 1000, mal 10 ist 10.000, mal 10 ist 100.000, mal 10 wäre 1 Million. Oder einfacher, immer wenn wir Zehner haben, gibt der Exponent an, wie viele Nuller die 1 hat. Also eine 1 mit 6 Nullern. 1, 2, 3, 1, 2, 3, also 1 Million. Okay, Aufgabe B, hier haben wir negative Exponenten, macht aber nichts. Also, ich rechne wieder zuerst die Basen zusammen, 2 mal 3 in Klammern, hoch minus 3. 2 mal 3 ist 6, 6 hoch minus 3. Negativer Exponent, immer umwandeln zu 1 durch. Jetzt kommt wieder der gesamte Ausdruck in den Nenner. Nur das Minuszeichen dreht sich um. Also 6 hoch 3. Und 6 hoch 3, 6 mal 6, 36 mal 6 ist 216. Aufgabe C. Wir rechnen wieder die Basen zusammen. Minus 2 mal, jetzt aufpassen, minus 1,5 in Klammern. Und die zweite Klammer auch wieder zumachen. Das Ganze hoch 4. Minus mal Minus gibt Plus. 2 mal 1,5 ist 3. 3 hoch 4. 3 mal 3 ist 9. Mal 3 ist 27. Mal 3 ist 81. Und die letzte Aufgabe. Hier kommen Variablen, also Buchstaben vor. Geht wieder ähnlich. Wir rechnen zuerst die Basis mal die Basis. Also 3a mal 4b in Klammern, das Ganze hoch 2, Exponent wird beibehalten. Und jetzt rechnen wir zuerst die Zahlen. 3 mal 4 ist 12 und a mal b ist ab. Ganz wichtig, noch eine Klammer machen und das Ganze hoch 2, weil die hoch 2 bezieht sich jetzt auf jeden einzelnen Faktor, weil überall steht ein Malpunkt. Also lauter einzelne Faktoren, die hoch 2 bezieht sich auf jeden. 12 hoch 2 ist 144. A hoch 2 ist A hoch 2. Und B hoch 2 ist B hoch 2. Das ist das Endergebnis. Ich schreibe euch jetzt noch ein paar Übungsaufgaben auf. Die könnt ihr wieder allein daheim rechnen und die Lösung gibt es auch dazu. Hier sind eure Übungsaufgaben. Und die Lösung dazu findet ihr hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis bald.